Ausschalten. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost Recon Wildlands. Wir haben ja noch hier eine letzte Mission, die wir uns schnappen können. Und hauen mal noch ein paar Unterstützer weg. Gerade gucken, ja genau, wir sollen die auch töten. Oh. Dann tun wir das. Meine hat gerade eine Gesichtsbremse gemacht. So schön. Und ich werde auch noch von meinen Kameraden überfahren. Nö, du wirst wiederbelebt. Patzi, machst du das, weil ich dir den Pudding letztens weggegessen habe? Mhm. Ja. Pudding-Liebe. So, dann legen wir mal los. Sie gönnen sich den Kofferraum. Da ist mehr Platz als vorne. Ja. Und sie viel sicherer, wenn der hinten da reinfährt. Ach, da fährt doch keiner rein. Aber dafür sicherer, wenn du vorne reinfährst. Bei Patzis Fahrstil fährt eher vorne einer rein als hinten. Merke, hier kann keiner hinten Siehste? Reinfahren, wenn du generell schneller bist. Ich dachte, das kann man durchfahren. Ich wollte ihn nur runterholen, ja, aber dafür viel zu Mist getötet. Radio Santa Blanca. Mhm. Die Hauptstadt des Drogenkartells. Mhm. Das Auto fährt sich auch schlecht. Scheint so. Jetzt sind sie wach. Wir haben jemanden ausgerüttelt. Jo, jetzt geht's los. Sonst fahre ich ja nicht so. Das ist wahr. Und oh, wir Horizon sind einfach schon in einem mega. Machen wir mal daher. Ja, ist vielleicht nicht verkehrt. Sind wir schon da? Nein. Nee, gibt's noch was zu mitnehmen. Ah, okay. Beziehungsweise da hinten wohl. Oh, da ist einer. Den können wir ja erledigen. Ich habe mir das Dead Division da ausgedacht. Nee, das ist schon sozusagen das Gebiet. Echt? Nee, ist nicht. Nee, dachte gerade. Nee. Aber das wollte ich trotzdem mitnehmen. Daran hindert mich nichts. Alles okay, alles okay. Wo ist denn das denn? Das ist oben wahrscheinlich. Ich hab mich doch gerade runtergesprungen. Oben ist es. Ah. Dann geradeaus rechts. Da haben wir ja. Eis. Gut. Dann gehen wir wieder zu unserem Auto. Beziehungsweise holen ein neues, so wie das aussieht. Ja, ja. Safety first. Genau. Da habe ich mich selbst hier im Kofferraum nicht mehr sicher gefühlt jetzt. Hast du hier auch im Kofferraum? Ja. So, da hinten irgendwo ist es dann wohl. Da Hubschrauber. Ja, so weit ist es ja nicht mehr. 1,3 Kilometer. Oh, Funkausrüstung, noch. Warte mal. Wow. Oh, der brennt. Reicht. Und PC ist tot. Mhm. Ich glaube, mich hat eine Explosion mitgenommen. Wieder ein neues Auto. Heli wahrscheinlich. Unidachvogel im Anmarsch. Unten bleiben. Auf den Boden. Hubschrauber. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Okay, der ist schon tot. Nee. Das war jetzt der Hubschrauber, der uns entdeckt hat. Hä? Ich sehe den nicht einmal, da ist er. Das schwere MG ist echt unglaublich gut für Hubschrauber. Ja, sah ich doch. Deswegen habe ich es mir genommen. Ja. Ich hab angefangen drauf zu schießen und was passiert ist, ist weg.
Ich war offensichtlich selbst. Ja. Ja, du bist ja schon eingestiegen, deswegen bin ich losgefahren. Ich dachte, wir holen uns das hier. Ich habe gerade meinen Kopf ans Mikro schon wieder angehauen. Passiert. Na, so weit ist es ja zum Glück gar nicht mehr. Knapp einen Kilometer. Wenn man durchs Feld fährt, geht es noch schneller. Ja, da scheint auch ein bisschen was los zu sein. Ja, deswegen verstecke ich das Auto hier. Voll gut versteckt. Oh, da geht's noch recht weit rauf. Und auf der Straße sind keine Gegner, also können wir da ruhig rauf. Ich nehme die Drohne. Mal gucken, wo die ersten sind. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Die sind aber alle hier zusammen, das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, das fand ich auch echt gut. Unidad ist auch am Stiesel. So. Dann klettern wir da mal hoch. Scheinen aber tatsächlich alle gewesen zu sein. Einen habe ich schon mal. Er fährt mit dem Auto. Ich glaube, der muss ja eh dann hier runter. Wow! Heilige Maria, Mutter Gottes. Almex, weiter Abschuss bestätigt. Suchen wir die letzte Kartellratte und schalten sie aus. Tango ist tot, das war der letzte. Verschwinden wir und überlassen den Kukaleros. Na dann. Das ging jetzt ganz schön flott sogar. Ja, das ging wirklich gut. Kann es sein, dass wir vorher wirklich tatsächlich schwierigere Gebiete gehabt haben? Das könnte halt sein, ja. Oder es liegt daran, dass ich und Pisi uns jetzt besser ausgerüstet haben. Ja, das ist mit neuen Waffen ein bisschen was ausmachen, das stimmt. Ach, glaube ich fast nicht, weil die Missionen einfach nicht wirklich schwierig sind, kommt mir vor momentan. Oder? Ja gut, ich glaube, wir hatten glaube ich, davor echt ein Vierer. Wir ziehen weiter. Nur mit Ende. Ein Vierergebiet gehabt. Weil wir mussten ja voll oft in diese Unidad Festen rein. Genau. Na gut, das heißt, wir haben sein. Das war Produktion. Wo haben wir denn noch Produktion? Sicherheit, Einfluss, da unten wäre noch Produktion mit 4. Produktion mit 3 haben wir nicht? Nee, ich glaube, wir haben generell nichts mehr mit 3. Doch, da unten wäre noch Einfluss mit 3. Google wäre auch mit 3. Ja, und das ist Produktion mit 5. Und Einfluss auch nochmal. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier jetzt die Produktion, vielleicht, dass wir vielleicht schon mal einen von den Großen ausgeschaltet haben. Ja. Ich würde auch fast Sicherheit unten links machen, mal, aber jetzt sind wir halt da oben. Nee, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal alle, die wir mit Produktion weghauen können, dass wir halt, wie gesagt, mal einen von den Großen ausschalten, also einen Zwischenboss mal ausschalten können hier. Weil wir die ganze Zeit ja immer durch die Gegend gemacht haben. Also halt. Kann ich einsteigen. Okay. Dann holen wir uns einen anderen Wagen. Ach so, oh, okay. Ja, fahren wir halt alle zusammen. Ach, tatsächlich, da kann man hinten nicht einsteigen. Wo fahren wir jetzt hin? Wo war das jetzt? Hier unten. Es blinkt. Kann man hier irgendwo eine Schnellreise? Wir können sogar eine Schnellreise machen. Wohin denn? Hier zum Beeinflussung. Ich muss mal gerade mich hier ein bisschen orientieren. Villa Verde würde ich. Da werde. Also du
du meinst im Nordgebiet, oder? Nee, östlich. Im Ostgebiet. Ich würde mal hier unten zu dem, zu dem Kaimaris Delta eine Blitzreise machen. Da haben wir schon mal ein bisschen was an Weg gespart. Ich habe keine Ahnung, wo du hin musst. Ich kann da nicht. Siehst du ja gleich, wenn ich angekommen bin. Ja. Ah, jetzt kann ich machen. Oder beziehungsweise eine Blitzreise zu mir dann machen, glaube ich. Aber warum öffnet sich bei mir da immer das Fenster rechts oben? Welches Fenster? Ja, wenn ich auf L3 so die Benachrichtigung center. Ach so, keine Ahnung. Wenn ich auf A drücke, sehe ich es nicht. Oye, gracias. Soll mal ausdrücken, wieder. Ich sehe nicht mal, wo er ist. Wir marschieren gerade ein. Wo auf der Karte bist du, PC? Ganz im Osten. Es ist sogar markiert mit Da ist er. Mhm, Kaimaris. Dann können wir gucken, ob wir hier uns irgendwie noch ein Wägelchen holen. Wo wir können ja einen anfordern. Das geht ja auch noch, einen Wagen anfordern. Na komm. Schickt Pakatari und sein Fahrzeug? So, alle da. Ist ja schön. Dann ja, just aus wie einer von The Division. Ja, das ist ja extra das Outfit. Welches Outfit? Deines. Das ist The Division Outfit. Ich find's ziemlich cool. Oh, wow. Wir sind auf der Insel. Ja. Wir müssen wieder aussteigen, glaube ich. Und darauf. Militärische Spezialeinheit Amerika. Ohne Navi. Blub. Passt auf, wir haben Feindaktivität. In der Division konnte man nicht schwimmen. Ja, das finde ich mal ein bisschen nervig, wenn du halt Wasser als Levelbegrenzung hast. Ich habe hier einen Wagen. Kann euch ja mal gerade abholen kommen. Da wird direkt ein Waffenteil. Ach, pfeife ich drauf. Irgendein Praktikant hat sich so viel Mühe gegeben, den da zu platzieren. Hm. Wir ignorieren es einfach. Armer Praktikant. Armer Joshua. Tja. Bisschen Verlust ist halt immer. Gut, dann gucken wir mal, wie das dann im neuen Gebiet aussieht. Ah, stimmt, wir müssen nach oben. Mhm. Aber da haben wir noch keine Quest, ne, wenn ich das so sehe. Ja, genau, nee, das hatten wir. Ich glaube, da sind wir mal irgendwie durchgefahren. Ich glaube, da sind wir dahin gefahren, wo wir jetzt waren. Das kann gut sein. Ein Traktor. Es regnet, matschige Straßen, ist alles nicht so das Wahre hier. Aber es sieht richtig cool aus mit dem lehmigen Boden. Ja. So, ich glaube, wir sind im richtigen Tal schon mal drin. Kommen wir in eine neue Provinz? Ja. Bin immer momentan so ein richtiges Grafikkind geworden, leider. Nicht so schlimm. Wir erreichen jetzt die Provinz Villa Verde. Neben zahlreichen legalen Coca-Farmen betreibt das Kartell dort eine Mine, aus der es sein Pyrolusit erhält. Daraus werden Chemikalien zum Reinigen von Kokain hergestellt, damit es schön weiß aussieht oder so. Diesen Produktionsschritt können wir für Sie lahmlegen. Wir wissen nicht, wer in Villa Verde das Sagen hat. Also Vorsicht. Sammeln Sie Informationen über den Buchon, bevor Sie losschlagen. Bowman, Ende. Okay. Na gut, dann gucken wir. Haben wir jetzt hier schon irgendwie eine Mission? Ja, da drin ist was. Ja, die Daten besorgen. Dann schauen wir uns das doch mal an.
Brems. Drohne steigt auf. Deckung, Drohne. Go, go, go. Drohne fliegt. Ein Sniper. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Drittes Ziel. Ein paar Leute, Alter. Gut. Und hinter uns ist, glaube ich, noch direkt einer. Schön. Durch den Schirm. Da wollte er sich wohl abschirmen. Oh mein Gott, der war jetzt schlecht. Das will ich nicht verneinen. Eigentlich eine Chemikerin. Sie hat hier für eine NGO gearbeitet, bevor sie dem Kartell beitrat. Oh, guck mal, liegt noch Fleisch rum. Ich hab was. Der hiesige Boss ist ein Typ, der sich Elway nennt. Er hat ein Haus in einem Ort namens Riverine. Sehen wir es uns an. Vorname Bruce. Roman, der wohl schon in Via Verde heißt Elway. Elway? Den kennen wir. Ich wusste nicht, dass er in Via Verde ist. Er verarbeitet das Pyrolusin, das zum Reinigen des Kokains benutzt wird. Ein Unidad-Leutnant namens Bento hat in der Anlage einen Unfall verursacht, bei dem Elways Gesicht verbrannt ist. Dann ist er leicht zu erkennen. Als die Verbände runter waren, hat sich Bento bei Elways Hackfresse lustig gemacht. Elway hat fast einen Krieg vom Zaun gebrochen. Swanier musste einschreiten. Hört sich nach einem guten Ansatz an. Schieben Sie Elway den Mord am Leutnant in die Schuhe und es gibt Krieg. Ich schicke Ihnen die Infos. Bowman Ende. Bowman hat uns gerade ein Video mit einem der hässlichsten Komiker von Bolivien geschickt. Elway, das wird lustig. Na, sieh mal einer an. Komiker. Wir können weiter. Auf dieser Seite ist das klar. Mann, sind die Schlange. Ich weiß, wo ein Kartellsender steht. Der muss weg. Ich weiß, wo ein Kill-Paket ist. Wer hat Lust, sich das mal anzusehen? Schön. Ja gut, dann, so, wo haben wir denn hier wieder Missionsaufträge da oben? Oder ist da richtig viel hier zu tun? Ah, hier sind andere. Da wird der nächste Story-Einsatz. Na dann. Wir müssen einen Keil zwischen Elway und Leutnant Ich hier sitze. War schon mal. Sitze in meiner Zelle. Oh, ist wieder weiter weg. Liegen wir da nochmal schnell hin, ja. Ist ja ein Heli da. Das passt ja. Können wir nett hinfliegen? Genau. Ich fliege. Statt dass er sich drinnen auf die Kiste sitzt, dass er ein bisschen mehr Dach hat, ne? Ja, draußen ist es halt schöner. Ich hab Flugangst. Ich nur, wenn du fliegst. Ich auch. Ich sehe, dass wir da nicht runterfliegen, weil wir sitzen ja nur da. Ja. Wahrscheinlich mit Kaugummi festgepappt. Genau. Ne, wir haben eine Magnetplatte in der Hose. Meine Mutti ist zu Hause. Na schön. Denke ich wieder normale Nahrung. Trotzdem gestern Tankstelle. Das ist wahr. Ich habe nämlich jetzt Lust auf Schokobons. Was zur Anifa Tankstelle, oder? Bei der Kreuzung. Ja. Dann so ein Pillershop drin oder so? Ja, Piller glaube ich ist es sogar. Ja, Piller ist es. So, dann schauen wir uns das doch mal noch. Wohl, es wird glaube ich etwas eng. Von der Zeit. Na, schauen wir uns beim nächsten Mal an. So, nochmal fix gelandet. Da werden MGs. Ja, da ist auch bestimmt jemand drinnen.
schalte die mal schnell aus. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Okay. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao. Bye, bye.